Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Observe. Ja, es könnte auch gleich sein, dass dieses Spiel so gut wie vorbei ist. Ich muss erstmal nochmal den Patronus hier hinterherlaufen. Von Severus Snape ist das übrigens. Der Patronus. Ja, ist ja gut, Mann. Hurry, your prey is getting away. Jesus, this is hopeless. There. Now's your chance. Hurry. Excellent. What the hell did you do to yourself? You're getting rid of that first thing in the morning. And risk partial to complete paralysis? Great idea, Dad. God damn it. And he did that? Why? Cool, sowas hatte ich auch. Als Teppich. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him. It's grotesque. It's disgusting. Sieht ein bisschen aus wie Hohecker, oder? Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Leave me alone! Lasst mich in Ruhe, Spanken. Ich bring euch alle um. Ich gehe jetzt. Hallo, Freunde. Willkommen im Theater. Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. Ich töte euch alle. Kacke durch. It's okay, Victor. Please, calm down. Mommy? Patronus. Talk to him, Victor. I know there is still hope.
muss schon wieder ins Licht gehen, ey. You're not my son! Aber warum denn nicht? No, not like this. Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again. You're embarrassing me. We're in for another show. Look at him. Just give up already. I was just fucking sad. No. Look at him. Please, Once upon a time, there lived a certain villain. Congratulations. We're past the first phase of the treatment, and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. So you see, while it is technically inoperable, this procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie, the treatment is invasive, but it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? It should have been you. Something I need to do. For once in your life, can't you just admit that you're wrong? Das ist ein Traumfresser, ne? Ja. Ich sehe nichts, das ist das Problem. Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Oh, let's go. You don't. He finds you. He always gets his prey. He's always out there, watching, waiting. I'm right on your tail.
Find whatever hole you crawled out of. Maybe I'll find some answers. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Okay, was können wir als nächstes machen? Endlich im Angesicht des Mörders bin ich gerade noch mit den Löwen gekommen. Schieb, Junge! Kaputt. The body shorted out the generator. To get this door open, I gotta restore power. Wer hat diese ganzen Kabel hier eigentlich gelegt? Never that simple. Warte mal. Wir müssen hier was anschließen.
Ich verstehe dieses Hebelwerk hier nicht. Nur falsch angeschlossen. Fuse is busted. I need to find a spare. Hier, und jetzt wisst ihr, was das für eine ist. Ich weiß nicht, was für eine. Wir hatten irgendein Spiel letztens auch, dann mussten wir auch. Okay, nächste Sicherung. Ich habe noch zwei. Jetzt warten, bis der Balken da durchläuft? Nee. Ey, was soll ich denn hier machen?
Was jetzt? Okay. I want to break free. Wollt ihr mich hier verarschen? Wo ist hier der Ausgang? Junge, 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 da ist hier ja jetzt mehr als anstrengend. War klar. Warum sollte jetzt auch das Licht einfach mal ausfallen? What a place. Hard to believe anyone could live here. A splicer, cool. A lunatic, and a junkie. Perfect combo. John Sebastian Ballard. Der hat so ein hässliches Tattoo in der Fräse. Naja. Lebensmittelliste. Victor. Okay. He came to me again, the man from the looking glass. His voice is soothing, like leaves rustling in the wind. He's the only one who understands.
is lacking what I must do. But what he's asked. Oh, fuck. Ah, das wollte ich nicht. Die olle Gardine. No. Oh, God. No. Es wird sein Sohn sein. Starte Neutralvernehmung. Ich weiß, dass es nicht glauben soll, der Stimme, die vorgab, Adam zu sein, hat mich davor gewarnt, mich mit dem Kopf zu verbinden. Aber ich kann mir das leisten. Die Person, die bedauert, Adam zu sein, erwähnte einen Ort namens Sanctuary. Falls die Möglichkeit besteht, dass er dort ist, muss ich diesen Ort finden. Also ich würde sagen, wir verbinden uns jetzt mal nicht, weil er das gesagt hat. Und ich vertraue jetzt mal dem Spiel. Jetzt gucke ich auch mal, wo wir hier noch hin können, müssen, sollen. Da. Weil er gesagt hat, don't connect. Deshalb mache ich das jetzt auch mal nicht. Ich vertraue jetzt einfach mal dem Spiel. Oder dem Kopf, der Stimme meines Sohnes. Und in diesem Sinne sage ich nochmal danke fürs Zuschauen, danke, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge in Observe.